Hallihallo, Hallöchen, ihr Lieben, und seid mir ganz herzlich gegrüßt zu einem neuen Fotowalk. Die Sonne scheint ganz schön arg gerade. Ich bin heute unterwegs mit dem 85 mm Makro F2. Der ursprüngliche Plan war, dass ich ein paar Krabbelkäfer und Blumen fotografieren möchte. Quasi hinter euch sind ein paar Kornblumen. Hier hinter mir ist auch ein bisschen was los. Bei Käfern bin ich mir nicht so sicher. Ich bin ein bisschen spät losgekommen. Die sind wahrscheinlich schon alle ausgeflogen. Aber ich schaue mal, was ich so finden werde und wünsche euch ganz viel Spaß. Ja, viel Aufregendes habe ich natürlich heute nicht dabei. Einfach mal meine Hüfttasche. Hier sind Ersatzakkus dabei. Oh, übrigens, ich probiere jetzt zum ersten Mal die neuen Akkus von der GoPro aus. Die sollen wesentlich länger halten als die alten. Kürzer geht ja auch kaum. Davon habe ich jetzt 4 Stück. Und die sind heute zum ersten Mal dabei. Dann noch ein Ersatzakku für die Kamera, für die Lady. Ja, das 85 mm Makro ist am Start. Und der Gorilla-Pod. Mal gucken, ob das mir hier gute Dienste erweisen wird. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Zum nächsten Spot. Und schon wieder der nächste Spot. Der ein oder andere wird es hier wieder erkennen. Ich bin jetzt am Wasserschloss gelandet und ich verlinke euch oben mal den Fotowalk zu dem Wasserschloss. Ihr Lieben, schaut mal, da ist ein Weiher, da hinten ist ein Weiher, hier kam ich gerade her. Da ist ein Weiher, man sieht viele Bäume, viele Büsche, viel Grün. Hier fahre ich gleich weiter. Aber in der Fotografie, vor allem in der Makrofotografie, kommt es natürlich auf die kleinen Dinge an. Schaut mal hier, so eine kleine Blume. Und da haben wir hier, ich würde sagen, es ist eine Biene, ich bin mir aber nicht sicher. Könnte auch eine Fliegenart sein. Und die steht mir jetzt hier schon eine ganze Weile Modell. Und genau darum geht's, diese kleinen Details einzufangen und diese kleinen Dinge zu sehen. Ja, jetzt bin ich auf dem Rückweg und ich bin mit der Ausbeute mehr als zufrieden. Bin aber gespannt, ob ich vielleicht noch irgendwas finde. Es ist mitunter schon ziemlich windig. Das macht es natürlich schwer, die Bienen, die Libellen und auch die Blumen einzufangen. Aber ich glaube, das ein oder andere Bild habe ich schon im Kasten.
Ja, zum Abschluss sitze ich am nächsten Weiher. Ich weiß nicht, wie viel ich heute abgeklappert habe, aber es sind auf jeden Fall ein paar sehr schöne Fotos dabei rumgekommen, zumindest hoffe ich das. Ihr seht ja schon wieder das fertige Endergebnis, ich aktuell noch nicht. Ja, falls euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und schreibt mir doch bitte mal in die Kommentare ein paar Themenvorschläge. Welche Fotowalks kann ich noch machen? Irgendwelche bestimmten Objektive, irgendwelche Motive oder irgendwelche Themen, die euch einfallen, dann schreibt es mir sehr, sehr gerne. Ich freue mich immer über Inspiration. Wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Genießt die Zeit, macht was Schönes und bis bald.